Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Wir spielen ein wirklich süßes, interessantes, lustiges, verrücktes Spiel, was wirklich mal so aus der Reihe ist. Nein, ich will kein Video gesehen. Wir spielen Pikmin. Und ich will es weiterhin so halten. Ein Spiel wird mehr so eins sein, was die breite Masse anspricht, und eins, was so ein kleiner Geheimtipp von mir ist. Und wir starten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch Spielstände drauf habe. Okay. Nein, Moment. Da stecke ich um. Bis gleich. So, und schon können wir anfangen. Die Weiten des Weltraums. Was ist das? Ein Licht? Ein Pokéball? Moment. Wir sind dieser kleine Kerl in dem Raumschiff. Das Raumschiff wurde gerade von einem Asteroiden getroffen. Und stürzt nun ab. Auf einen relativ blauen Planeten. Und zersplittert in viele Teile. Dramatische Musik. Kommt auf. Uhahaha. Wir sind abgestürzt. Schon zu Anfang. Hey. Er sieht süß aus. Ups, ich glaube, das ist kaputt. Mein Name ist Captain Olimar. Auf meiner Reise durch den Raum wurde mein Schiff von einem Meteoriten getroffen. Ich wurde bewusstlos, und als ich wieder zu mir kam, war ich auf diesem fremdartigen Planeten gelandet. Mein Dolphin fehlen viele Teile, erinnert nur mehr an ein Gerippe. Ein schmerzhafter Anblick für mich. Sein Antrieb fehlt. Ich bin gestrandet. Um alles noch komplizierter zu machen, melden meine Sensoren, dass die Atmosphäre dieses Planeten aus giftigem Oxygen besteht. Die Reserve meines Lebenserhaltungssystems werden noch 30 Tage reichen. Wenn ich bis dahin die Dolphin nicht repariert habe, nein, besser nicht daran denken. Ich muss die fehlenden Teile finden. Ja, anscheinend ist Sauerstoff nicht das, was unser kleiner Freund braucht. Und deswegen haben wir ein 30-Tage-Limit. Ah, das werde ich später noch erklären. Also, eigentlich etwas, was ich nicht mag, nämlich Zeitlimit in Spielen. Aber das sollte schaffbar sein. So, und wir sind dieser kleine Kerl. Wir können hauen. Die Antenne ist so lustig. Wir haben hier diesen Cursor, den ich hin und her bewegen kann. Links unten haben wir eine Anzeige. Also wir haben volles Leben sozusagen. Das sagt dieser grüne Punkt. Der nimmt dann langsam ab und wird auch rot. Ja, was das da unten 0000000 ist, weiß ich noch nicht. Und wir haben am Anfang auch noch keine noch keinen Zeitdruck. Wir sind bei Tag 1 und sind jetzt erst sozusagen beim Erforschen und können hier durch die Gegend laufen. Oh, okay, gleich gefunden. Ja, was ist das denn? Da ist eine Blume drauf. Sieht auch ein bisschen raumschiffartig aus. Leicht UFO-mäßig. Ein seltsames Ding zeigt sich mir hier. Ich wollte gerade mit der Suche beginnen, als es erschien, als ob es auf mich gewartet hätte. Es ließ einen einzelnen Samen fallen. Was ist es? Lebt es? Ist es eine Maschine? Es erinnert mich an ein Gemüse, das wir zu Hause Zwiebeln nennen. Ich werde es deshalb einfach Zwiebeln nennen. Okay, wir haben eine Zwiebel gefunden. Ein einzelner Samen ist herausgekommen, der hier irgendwo hier gewachsen ist. Ah, eine Pflanze.
Der Samen, den die Zwiebel fallen ließ, hat sich in der Erde verwurzelt und einen hübschen kleinen Trieb gebildet. Dieser Trieb strahlt ein seltsames Licht aus und schwankt hin und her, ohne einen Hauch von Wind. Ich habe fast den Eindruck, er ruft nach mir. Ich muss einfach mal hingehen und A drücken. Ja, und... und jetzt wird sozusagen angezeigt, das ist aber nett. Also ich soll hingehen und A drücken. Gut. Funktioniert. Hey, what that? Ein komisches Lebewesen. Unglaublich, als ich den Trieb pflückte, stellte sich heraus, dass es sich um ein Lebewesen handelte. Nicht um eine Pflanze. Ich habe ihm aber zum Glück nicht geschadet. Er steht einfach da und starrt mich an. Es erinnert mich an Pickpick-Karotten, die ich so liebe. Ich denke, ich sollte die Lebewesen Pikmin nennen. Ja, unser erster Pikmin. Da bin ich nun gestrandet auf einem giftigen Planeten, muss Überleben kämpfen und trotzdem bin ich fasziniert. Ich muss diese interessanten Kreaturen unbedingt erforschen. Ich sollte versuchen, sie mit A festzuhalten und in die von mir gewünschte Richtung zu werfen. Mit B rufe ich sie zu mir. Reagieren sie auch auf C oder X? Werden wir sehen. Ich kann auch verschiedene Kameraperspektiven sehen. Ey, Kamerabewegung, halten, bla 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 bla. Ich muss überleben. Ich muss mich mit dieser Steuerung und meiner Umgebung vertraut machen. Okay. R. Nee, L, R. Z. Okay. Das ist mir ein bisschen nah. So ist gut. So. Also, ich kann ihn werfen. Mit B zurückrufen. Mit C. Irgendwo hin bewegen. Und was war's noch? X. Ey. Mitkommen. So, wir haben den ersten Pikmin. Hey, was ist jetzt los? Was diese Pikmin wohl von mir denken? Ich sollte ihre Reaktion auf das, was ich mache, und ihr Verhalten aufschreiben. Je mehr ich ausprobiere, desto mehr kann ich katalogisieren. Durch Drücken von A kann ich sie festhalten und loslassen. Mit B rufe ich sie herbei. Und vielleicht bewirkt das Drücken von C blablabla auch etwas. Das habe ich doch schon gehabt. Na gut. Also, hier haben wir Blumen, die unsere Pikmin gut bearbeiten können. Wieder zurückkommen. Und er nimmt es auf. Man braucht, das hier sind, wie soll ich es nennen? Ich würde mal sagen, Pikmin-Marken. Ja, das kommt hin. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Wird vielleicht noch gesagt. Einfach erstaunlich. Die Zwiebel hat weitere Samen gesät. Die kleinen roten Gebilde, die die Pikmin ernten, wenn sie eine Blume abgeschnitten haben, dienen der Ernährung und der Entstehung neuer Pikmin. Die Zwiebel scheint eine Art Brutkasten zu sein. Unnötig zu sagen, dass ich diese Lebensform gründlicher studieren muss. Ja, und so kommen wir an weitere Pikmin ran. Wenn ich gut genug werfe, dann kann ich das Pikmin auch oben dran hauen, dann geht's schneller. Und die 1 drauf bedeutet, dass mindestens ein einziger Pikmin, was auch immer, dafür nötig ist, den Gegenstand zu tragen. So. Ich könnte die Pikmin jetzt hier schon rausziehen, allerdings kann ich noch etwas warten. Ihr seht, ich habe einen Pikmin mit einem Blatt oben am Kopf. Es gibt 2 Möglichkeiten, dieses Pikmin in eins mit Knospe oder mit Blume zu verwandeln, und die sind schneller. Nämlich einmal, dass ich sie länger wachsen lasse, und dass ich, das andere ist, dass ich Honig finde. Und ich guck mal, ob ich nicht noch Blumen mit einem, mit dem einen einzelnen Pikmin holen kann. Nicht Blumen, sondern diese Marken. Mal schauen. Hier ist nichts. Ja, Pikmin sind anscheinend Kombinationen aus Pflanzen und Tieren. Sowas ähnliches gibt es bei uns ja auch. Nennt sich Pilze. Man ist sich ja nicht ganz so sicher, was Pilze eigentlich sind. Naja. Gut. Was ich am Anfang noch sagen wollte. Ich werde es wahrscheinlich so halten. Ich werde ein Spiel spielen, was...